Gut, weiter zu Gruft. Töte den Kriegsherrn der Barbaren. Okay. Schönes Feuer. Muss ich ja ganz ehrlich sagen, gefällt mir das Feuer. Wie es animiert ist. Was? Drücke B, um einem mächtigen Angriff auszuweichen, bevor der Gegner einen solchen ausführen. Leuchtet rot auf. Ah, okay. Gar nicht erst zum Zug kommen lassen. So, und finish him. Y. X. Das war die Kehle. Okay. Hier, schnell. Komm schon. Komm schon. Damokles ist von den Toten auferstanden, wahrhaftig! Damokles. Damokles ist ein Mythos. Männer töten Männer, mein Kaiser. Die Götter führen uns. Sie mischen sich aber nicht in unsere Angelegenheiten ein. Ach, und welches Orakel hat dir das gesagt, General? Mein Vater. Wir sind in Sicherheit. Ich glaube, wir sind hier sicher. Nun, ich bete zu den Göttern, dass wir das sind. Oh, wir sind hier sicher, mein Kaiser. So sicher, wie es geht. Sicher, ja, sicher. Aber du, in welcher Familie? Wie ist dein Name, Soldat? Marius. Doch mein Name ist nicht wichtig. Meine Geschichte jedoch schon. Mein Vater lehrte mich, dass die Götter unser Schicksal bestimmen. Jedoch wir allein unseren Weg wählen. Eure Bestimmung war es, Kaiser zu sein. Meine, Soldat. Die Ehre meines Vaters führte ihn auf einen Weg, der den Menschen diente. Doch was führte uns auf unsere Wege? Was machte uns zu den Männern, die wir sind? Meine Geschichte beginnt vor gut 10 Jahren. Vater! Marius? Es tut gut, dich zu sehen. Wie sehe ich aus? Wie ein echter römischer Soldat? Du siehst gut aus, mein Sohn. Willkommen daheim. Willkommen daheim. Wohin wirst du versetzt? Alexandria. Ah, Alexandria. Eine ruhige Provinz. Mutter wird erfreut sein. Ich bin nicht in der Armee, um in der Sonne zu liegen. Ich will kämpfen, so wie du, für das Reich. Alles zu seiner Zeit, Sohn. Alles zu seiner Zeit. Denk daran. Nicht alle deine Feinde lauern auf dem Schlachtfeld. Vater? Marius. Oh. Lass dich ansehen. So stattlich. Mutter, bitte. Deine Schwester will dich unbedingt sehen. Er wird sie noch früh genug sehen. Fürs Erste würde ich gern allein mit ihm sprechen. Na schön. Dann gehe ich deine Schwester suchen. Bedrückt dich etwas, Vater? Wir reden später darüber. Aber jetzt, zeig, was du gelernt hast. Aber ich hatte doch gerade das Tutorial. Jetzt soll ich noch was Tutorial machen? Okay. Durchbrich Leontius Deckung dreimal. Okay. Mit Y, ja? Okay. Ich will den Vater nicht töten. Zack. Und Bams.
Denk daran, durchbrich meine Verteidigung, um mich zu treffen. Okay. Genau so. Gut gemacht, so. Jetzt krieg ich hin. Mal, aber triff nicht diesmal. Lande zweimal drei Treffer. Was? Okay. Abgeblockt. Versuch's erneut. Drei Treffer oder es zählt nicht. Komm. Einmal noch. Okay. Exzellent gefochten. Finde ich aber auch. Mach dich bereit. Für drei perfekte Abwehrmanöver aus, okay? Du hast nur ein kurzes Zeitfenster für das Manöver. Was? Warte bis zum letzten Moment und drücke dann A für eine perfekte Abwehr. Ah, okay. So, das hast du von Vater. Konzentrier dich, Marius. So, warte. So. Und, komm, noch einmal. Das war nicht ganz gut. Jetzt. Muss ich auch noch parieren lernen, aller Dark Souls. Das ist doch nicht wahr, okay. Jetzt verknüpfe deine Manöver. Kombinationsangriff. Okay. Perfekte Schläge sind schneller als schlecht abgepasste Schläge, um einen perfekten Schlag. Okay. Rhythmus, Marius, Rhythmus. Warte auf den richtigen Moment. Okay. Richtige Manöver zur richtigen Zeit. Drücke A erneut, um... Was? Um es erneut zu versuchen. Drücke B zum Überspringen. Okay. So nicht. Du musst deine Hände zeitlich abpassen. Nochmal. Okay. Tipp. Bei mehreren aufeinander folgenden perfekten Treffern geht Marius in den Modus brennender Adler über und fügt einem Gegner mit durchbohrender Deckung bei jedem Schlag eine kritische... Ah, okay. Ich finde das gut, dass ich das immer zu Ende lesen darf. Ein trauriger, aber stolzer Tag. Der, an dem der Sohn seinen Vater besiegt. Du hast zwar das Schwert gemeistert, aber habe es nicht eilig, es auch zu ziehen. Komm immer zuerst mit offenen Händen. Komm mit, Sohn. Ich hörte, in Rom herrsche große Unzufriedenheit. Ja, wir leben in gefährlichen Zeiten. Diese Wahl könnte alles verändern. Ich gebe dir das, wie dein Großvater es mir einst gab. Wenn der Tag kommt, deine eigenen Männer zu befehligen, denk an das, was ich dir gleich erzähle. Der Legende nach war Damokles ein großer Krieger. Ein gefeierter Heerführer einer großen Armee. Seine feigen Generäle verließen ihn inmitten einer Schlacht. Als der gefallene Damokles in der Unterwelt ankam, war Nemesis, die Rachegöttin, darüber erzürnt, wie der tapfere Held behandelt wurde. Sie erlaubte es, Damokles in die Welt zurückzukehren als rachsüchtiger Geist. Ein gespenstischer Centurio in schwarzer Rüstung. Um jeden der Generäle, die ihm Unrecht getan hatten, zu töten. Bis heute tragen viele Kommandanten eine Dolchscheide mit dem Bildnis Damokles bei sich. Dieser Dolch erinnert sie daran, stets auf ihre Männer aufzupassen. Sonst erwacht der schwarze Centurio von den Toten und bestraft sie für ihren Egoismus. Septimer! Barbaren! Folge mir! Immer diese Barbaren, die sind einfach überall. Was machen die hier drin? Wer hat die reingelassen? Wie sind die durch die Tür gekommen?
Was? Drücke nach oben, um nach der Hinrichtung gegen Bonusschaden zu verursachen, okay. So, und finish him. Zack. Und Bams. Also, naja, weniger Bams, mehr drauf da. Wird schon irgendwie. So. Ah, da sind ja noch mehr. Wo kommen denn die auf einmal her? Aus Schlumpfhausen, bitte sehr. So, komm, der nächste hier. Das war's? Okay. Wo ist denn die Butter? Ja, wenn das mal keine Wut ist, du. Alles klar. Krieg ich hin. Na komm. Keine halben Sachen hier. Und zack. Und Bams. Und Rumsibums. Genau. Der nächste bitte. Au. Das hat wehgetan. Finish-Move war jetzt einfach nicht mehr drin, weil ich war zu scheiße. So, jetzt aber. Zack. Abgeblockt. Ab durch den Rücken. Und der nächste. Okay. X. Für einen Arm zum Mitnehmen. Besser Arm dran als am Ab. Ich glaube, das wird so ein Running-Gag hier. Hey, auf sie mit Gebrüll! Hey. Ist ja gut. Und Y und X. Und töten. Immer dieser Tötungsrausch hier. Das finde ich ja nicht gut. Also eigentlich schon, aber egal. Und zack. Eine dritte Augenhöhle. Mal eben schnell. Warum? Weil man kann's. Y! Und Bams! Und nochmal! Na, einfach zum besseren Atmen, wenn man Raucher ist. Hör zu, die wollen uns töten, Marius. Ist nicht wahr. Wir müssen zum Senat und meine Leute retten. Und der zieht los ohne Rüstung? Alle? Nur du und ich. Komm schon, Marius. Ja, denk daran, mit Y die Deckung zu durchbrechen. Was denkst du, was ich hier mache? Lauf weg, solange du noch kannst. Komm doch. Und finish him. Y. Und X. Yay. Easy. Gar kein Problem. Es gibt Schlimmeres. Dein Schicksal. Lauf. Okay, wer war das jetzt?